Wie ist dein Name? Ich bin der Jan-Hendrik, hi. Hi, grüß dich. Ja, wir schauen uns heute, was ist das für ein Wagen? Wir haben hier 6 Meter Allradsprinter von Mercedes mit unserem Ausbau. Ne? Wir machen konfigurierbare Holzausbauten, wird alles bei uns in Hamburg gefertigt und man kann eben frei gestalten, wie es aussieht. Jetzt hier Fahrzeug mit Aufstelldach und einer Variante unseres Ausbaus. Wir haben 7 verschiedene Holzfarben, hier alles in Grau gehalten. Das kann man ganz frei auf unserer Website konfigurieren. Okay, sehr cool. Ihr habt wie viele verschiedene Fahrzeuge, die man bei euch konfigurieren kann? Wir haben den Sprinter, wir haben den Vito, wir haben den T6 im Angebot. Aber alles eben in Holzausbau. Das heißt, wenn ich mit meinem Marco Polo zu euch komme, dann macht ihr... Das ist eben Vito-Basis. Ja. Ne? Das heißt Kastenwagen und die bauen wir dann entsprechend aus. Okay, cool. Alles klar. Ja, sieht auf jeden Fall von außen schon sehr, 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 sehr schick aus. Der ist auf Sprinterbasis, sagst du? Ja, genau. Ne? Jetzt hier der 319, 190 PS Allrad mit 9-Gang Automatik. In der 6 Meter Länge bauen wir aktuell. Aufstelldach hier von Campany, begehbar, belastbar, weil es eben Alu ist, ist leichter als ein GFK-Dach. Ja. Und haben jetzt hier das Fahrzeug mit, wie gesagt, dem grauen Ausbau als 5-Sitzer sogar. Okay, cool. Können wir einmal kurz schnell reingehen? Genau. Hier habt ihr im Grunde große Küche. Wir haben die Wahl immer aus Induktion, einflammig oder zweiflammig. Dann haben wir hier das eingelassene Waschbecken. Gibt es auch als aufgesetzte Variante, wenn man ein bisschen mehr Stauraum möchte. Ja. Und dann hier vom Staufach hier vorne, wo du gerade stehst, 2 Auszüge, wo viel reinpasst. Und drunter unsere Kühllösung über die Kühlschubladen. Das heißt, hier 2 Dometic-Kompressor-Kühlschubladen, die wir getrennt voneinander regeln können, von der Temperatur. Und von der Energieeffizienz eben deutlich besser als ein normaler herkömmlicher Kühlschrank. Große Oberschränke und dann hier die Badkabine. Bei uns groß gehalten, 80x90 vom Maß. Wir haben hier immer standardmäßig Klesana drin, auf einem Auszug montiert. Das heißt, wenn man sie braucht, zieht man sie einfach raus und sonst verschwindet sie unterm Bett und man kann eben komplett duschen. Ja, perfekt. Also man spart dadurch auch noch unheimlich Platz, dass sie halt verstaubar ist. Genau, richtig. Sehr cool. Dann haben wir insgesamt 112 Liter Frischwasser an Bord. Das heißt, es reicht auch für echt ein paar Tage Autarkie. Und vom Strom her haben wir jetzt hier 200 Amperestunden Mastervolt Lithium mit 3 kW Wechselrichter. Das heißt, auch autark können wir hier mit Induktion kochen. Kombiniert haben wir das Ganze hier mit C-Zone, das heißt Smart Caravaning. Wir können hier im Grunde gucken, was im Grunde unser Auto gerade so macht. Das heißt, wie lange braucht meine Batterie noch zum Aufladen, Landstrom ein- und ausschalten. Wir können jedes Licht einzeln steuern, das heißt, hier dann die Lichter einzeln dimmen. Das Ganze geht auch digital über das iPad, das heißt wie Smart Home ähnlich. Und der große Vorteil auch immer, wir können uns eben auch aus der Ferne drauf schalten. Das heißt, wenn man unterwegs ist im Urlaub und mal wieder Kühlschrank nicht geht, können wir es aus der Ferne uns angucken. Oh, das ist ja wirklich super. Also das läuft dann über die iPad Home App oder gibt es eine separate App für euch? Es gibt eine separate App. Dann, okay, genau, sehr cool. Ja. Perfekt. Und der fängt jetzt an in der Basis bei 129. Genau, bei 129 mit unserem Basisausbau und dann eben kommt das Aufstelldach und eben das, was man auch so möchte, dazu. Also das Aufstelldach gehört nicht zur Basis dazu? Genau, weil nicht jeder ist natürlich irgendwie zu viert unterwegs und braucht dort die zusätzlichen Schlafplätze oben. Deswegen kann man das eben frei wählen. Die anderen wollen vielleicht auch mal eine Dachluke haben oder ähnliches. Ja, okay. Genau. Das ist auch sehr cool. Auch schön hier mit dem Holz. Wirkt sehr edel auf jeden Fall. Genau. Und auch viel Stauraum. Ja, genau. Wir haben eine große Heckgarage. Können wir mal hinten reinschauen. Gerne. Mit dem langen Auszug. Oh ja, das sieht ja schon... Achso, ich bin zu weit gelaufen. Ja, nee, passt. Mach hier einmal zu. Genau, großer Auszug. Das heißt, wir können hier auch Fahrräder reintun. Bett ist hier in der Variante klappbar. Das heißt, auch höhere Sachen als die Heckgarage können wir im Alltag mitnehmen. Genau, und das kann man eben aber auch freigestalten, wie man es eben möchte, bei uns auf der Website. Auf jeden Fall sehr cool. Es gibt auf jeden Fall alles. Das ist dann, aber das ist unser Tank, da ist der Wassertank. Ah, okay. Da haben wir den Frischwassertank innen liegen, die 112 Liter. Und auf der linken Seite dann die ganze Elektrik. Genau. Perfekt, alles klar. Kurz noch, heute ist letzter Messetag. Wie war für euch so die Messe der letzten Tage? Ja, wie immer anstrengend. Caravan-Salon, die 10 Tage, die schlauchen schon, aber sind sehr zufrieden und wir kommen wie immer wieder auf jeden Fall. Perfekt, das klingt super. Dann machen wir es heute kurz. Ich danke dir vielmals gerne, für deine Zeit und einen super letzten Tag wünsche ich dir. Danke, auch so. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.